Ja, hallo und herzlich willkommen zu Dead Rising 3, erste Folge auf der Xbox One. Endlich ist Dead Rising 3 da. Ich habe die österreichische PEGI-Version. In Deutschland ist Dead Rising 3 nämlich indiziert. Genauso wie auch der zweite Teil und der erste, glaube ich, auch. Weiß ich gar nicht mehr. Der erste Teil war damals einer der Launch-Titel für die Xbox 360. Der zweite Teil war für alle Systeme erhältlich und der dritte ist wieder Xbox One Exclusive. Wer Dead Rising so gar nicht kennt, Dead Rising ist natürlich mal wieder ein Zombie-Spiel, auf das ich mich ziemlich freue. Und das Coole daran ist, dass man so ziemlich alles, was man in dem Spiel findet, als Waffe benutzen kann, was ziemlich abgefahrene Situationen manchmal ergibt. Nebenbei muss man noch Überlebende retten, was man auch nicht unbedingt schaffen muss. Also die dürfen auch sterben. Und je nachdem kriegt man dann andere Enden. Ich bin mal auf den neuen Teil gespannt. Ist ja jetzt alles Next Gen. Angeblich können sie ganz viele Zombies auf einmal darstellen. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken, nicht viel weiter quatschen. Direkten Erfolg. Jawohl. Passe dem Kontrast mit dem Schieber, bis das Bild gerade noch sichtbar ist. Welches Bild? Ach so, das? Okay. Ja, da hat er nämlich schon mal irgendwas in der Hand. So gerade noch sichtbar. Okay. Aber so ist das doch so gerade noch sichtbar. Ich guck mal eben, was die Elgato sagt. Joa, das sieht gut aus. Ja, wie gesagt, das Spiel ist auf Deutsch, weil es die österreichische Version ist. Hier in Deutschland kriegt man es nicht. Außer bei Amazon, wenn man die PEGI-Version holt. Was haben wir denn für Optionen? Braucht ihr Untertitel? Wollt ihr Untertitel? Das Spiel ist zwar auf Deutsch, aber Untertitel sind meistens gar nicht schlecht. Weil, wenn man dann jemanden, der um Hilfe schreit oder sonst irgendwie... Grafikeinstellung, achso. Ja, das sind die Grafikeinstellungen auf den Konsolen, ja. Hell und dunkel. Sehr nice. Ja, die Steuerung kriegen wir hoffentlich noch so ein bisschen erklärt. Vibration, ja, da bin ich mal drauf gespannt. Peter sagte schon bei Forza, dass die Trigger einen eigenen Motor haben, was ziemlich abgefahren wäre. Kinect! Oh Gott. Soll ich wirklich mal Kinect anmachen? Was gibt es denn da? Griffsteuerung. Zombie-Lockmittel. Gesten. Ach du Scheiße. Oh weia. Das wird ja ein Spaß. Lassen wir das mal ein. Vielleicht zeigt Kinect mir ja noch, was wir da machen können. Welcome to Hell. Albtraum-Modus. Nee, wir machen den Story-Modus. Oh lol, siehste, da habe ich schon gesagt und Kinect hat natürlich genau wieder das Falsche rausgefiltert. Nee. Story-Modus. Ha! Ohne was zu drücken. Oh mein Gott, wir sind in der Zukunft angekommen. Ich muss sagen, die Xbox One kann natürlich per Sprache gesteuert werden, aber auch irgendwie ist das alles sehr, sehr simpel. Also ohne bestimmte Befehle, wenn man zum Beispiel sagt, hier One, ne? Wie mache ich das jetzt? Go to halt, ne? Nur auf Deutsch. Und dann Startseite, dann geht die halt dahin. Wenn man nur Startseite sagt, dann checkt die das einfach nicht. Also ist alles sehr simpel. Ja, wir fangen natürlich ein neues Spiel an. So. Die Wahl des Spielstils hilft anderen Spielern dabei, deiner Spielsitzung wird. Ist das so ähnlich wie bei Dead Island? Wähle den Stil, der am besten beschreibt, wie du das Koop-Spiel über Xbox Live spielen willst. Ja, von den anderen Jungs, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich keiner bereit erklärt, mit mir den Koop-Modus zu spielen, weil die alle gesagt haben, das Spiel hat zu schlechte Wertungen gekriegt. Da hatte keiner Bock drauf. Könnt ihr euch bei den anderen Leuten beschweren. Du kannst dein Spielzeug im Spiel ändern, indem du das Pause-Menü auf die Option zugreifst. Aha, herzlichen Glückwunsch. Wenn du alleine spielen willst, wähl die Einzelspieler-Option. Keine Spieler können deinem Spiel beitreten, bis du die Mission erfüllt und alle zu Rondas Werkstatt gebracht hast. Aha. Abschlussmeister, bei diesem Spielziel kannst du dich mit Spiel... Nein! Oh nein, jetzt habe ich, weil ich Abschlussmeister gesagt habe, hat der das jetzt gestartet? Fick dich! Oh nö! Ja, toller Start. Nee,
Ich hab doch gar nichts gesagt. Oh mein Gott. Also, hier, Xbox und Let's Plays. Ich sehe schon, das wird nix. Wieso hat er denn jetzt die Hilfe aufgemacht? Ach so, hat er doch nicht. Er macht die Hilfe wieder zu. Oh Gott, ich muss unbedingt diesen Sprachsteuerungskram ausstellen. Sechs Stunden nach dem Ausbruch, bereits 500 registrierte Fälle von Zombifizierung. Aha. 12 Stunden nach dem Ausbruch, Stadt wurde zum Katastrophengebiet erklärt, die Evakuierung beginnt. 24 Stunden nach dem Ausbruch, gezielte Luftschläge werden in die Wege geleitet.36 Stunden nach dem Ausbruch, Armee versperrt alle Fluchtwege aus der Stadt. Wer fliehen will, ist zum Abschuss freigegeben. Jawohl. 48 Stunden nach dem Ausbruch, Kontakt zum verbleibenden Rettungspersonal in Los Perdidos abgebrochen. Ja, das heißt so viel wie, macht euch mal alleine. Ihr kriegt das hin. 60 Stunden nach dem Ausbruch, Gerüchte über Überlebende in der Stadt bleiben unbestätigt. Help. Da sind doch noch welche. ...72 Stunden nach dem Ausbruch. Oh, da war mal so ein Checkpoint. Ui, alter Vater, ist das am Flimmern. Have ID ready. Ich muss aus der Stadt rausfinden, oder wir sterben alle. Scheiße. Ja, wir spielen wohl Nick. Ich frag mich, ob da jemand drin ist. Da ist dunkel drin. Da will ich nicht rein. Weil du wie ich ein Teamplayer bist. Hier muss es was zu essen geben. So, oben links seht ihr schon die Gesundheitsleiste. Uns geht's halt ziemlich, ziemlich dreckig. Und ich muss unbedingt momentan erstmal diese Sprachsteuerung ausmachen. Die hat mich nämlich jetzt gerade schon in Teufels Küche gebracht. Controller. Lockmittel ein... Benutzeroberflächensteuerung aus. Oh, Verspottungen finde ich gut. Dann kann ich hier ein bisschen die Leute beleidigen. Aktuellen Gegenstand, Kleidung wechseln, Sprache für Spracherkennung, Deutsch. Oh, was kann man noch einstellen? Was zu einem suboptimalen Spiel, ihr könnt doch Nederlands einstellen. Okay, komm. Geht das jetzt immer noch? Kinect. Haha, wir haben es ausgestellt. Sehr gut. Drücke B, um in der Dinge in der Nähe aufzuheben. Ja, der Xbox One Controller, den hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal in der Hand, auch bei FIFA und so einem Kram. Ist so ähnlich wie der alte. Die Knüppel sind ein bisschen kleiner. Aber erstmal was snacken. Um Nahrungsmittel zu verzehren, drücke X. Rein damit. Yum, yum, yum. Tüte Chips. Das hat jetzt einen Gesundheitsbalken gegeben. Ja, also bei dem Spiel, das ist halt ein Open-World-Spiel mit Zombies mal wieder. Und was haben wir hier? Ein Bagel! Geil. So schön von der Straße, aber mich stört das eigentlich auch nicht. Ich würde den auch essen.
Wie riesig der war, so groß wie unser Kopf. Ich muss das Ding platt machen. Es gibt halt eine Menge Zombies, eine Menge Action eigentlich. Eine Menge witziger Sachen eigentlich auch. Was haben wir denn hier noch Schönes? Man kann viel erkunden. Was ich bei Dead Rising, das habe ich immer bei einem Kumpel gespielt, weil ich keine 360 hatte, muss ich sagen. Ich nehme erstmal Äpfel mit. Lecker Äpfel. Da war halt das Problem beim ersten Teil das Speichersystem. Man konnte nur an bestimmten Stellen speichern und wenn man halt schnell mal weg musste, konnte es nicht frei speichern. Das war extrem scheiße. Und du bist dann halt auch da wieder gestartet. Den zweiten Teil, muss ich gestehen, habe ich nur ganz kurz gespielt. Den ersten dafür durch. Aber nur einmal. Okay. Alles springen. Was hat er denn jetzt da gesagt? Springen? Nee. Da liegt schon mal ein Schraubenschlüssel. Da. Oder eine Rohrzange. Gib mir mal den Tong her. Für einen leichten Angriff X drücken. Ach, nicht die Trigger? Oh. Okay, stimmt. Mit den Triggern wirft man die Waffen. Jo, gib mal her. Yeah. Ich bin Bruce Lee. ZDC Area. Gar nicht so schwer. Nö. Halte RB gedrückt, um das Inventar zu öffnen und mit RS Gegenstände auszuwählen. Das ist das Schnellinventar. Da haben wir jetzt halt unsere Apples. Eigentlich brauchen wir keine 3 Stück. Haben wir noch eine Schaufel. Dann nehmen wir die mal hierfür mit. Erstmal den Apfel essen. Nom 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 nom. Oh ja, jetzt gibt's eine gepaddelt. Was haben wir hier noch? Ein Kantholz? Ja, man kann wirklich, wie gesagt, alles, was hier so leuchtet, kann man als Waffe benutzen. Wobei die Palette eigentlich keine Waffe ist in dem Sinne, sondern eher... ja... Damit kann man die Leute so zurückdrängen. Also, ne? Wow. Die Leute so ein bisschen von sich halten. Denn Leute, was ich bei den ersten Bildern gesehen habe, die Meute ist riesig. Und die haben alle Hunger. Mmh, yum, yum, yum. So, das hat nichts zu. Ich will nicht, dass ich da reinkomme. Gelange durch die Blockade für einen kraftvollen Angriff. Ah, okay. Bäm! Guck mal, das ist wie beim Golf, so ein Abschlag. Golfschläger werden wir hundertprozentig auch finden. Genauso wie Katanas. Macheten. Ich weiß nicht, im ersten Teil oder im zweiten? Rasenmäher hochkant nehmen. All so ein Spaß. Da freue ich mich schon drauf. Rationen. Ja, die nehmen wir noch lieber mit als so ein scheiß Apfel. Wobei, die können wir auch hier zusätzlich. Noch können wir die zusätzlich mitnehmen. Was haben wir hier Schönes? Medizinisches Tablett. Ne, das brauchen wir nicht. Bürostuhl, ne. Brauchen wir auch nicht. Haben wir irgendwas in dem Polizeiwagen? Ne. Erkunde den Tunnel. Ja, also freiwillig gemeldet, das heißt, wir Vielleicht haben ist da drin was. Sowas wie eine Gruppe und sind scheinbar gerade auf der Suche nach irgendwelchen Versorgungsmitteln. Ich höre sie schon. Ja, sicher. What the fuck? Wie viele sind das denn bitte? Alter. Da schnetzeln wir uns durch, kein Problem. Ja, nimm mal lieber noch die Schaufel damit. Weil die Taschenlampe auch nicht schlecht ist. Wir haben zwei Sachen zum... Wir haben nur eine Waffe.
Wir brauchen auf jeden Fall, scheiß auf den Apfel. Wir brauchen noch eine Waffe. Die gehen nämlich hier ziemlich schnell kaputt. Man konnte noch irgendwie... Ah ja, genau, man konnte nämlich noch eine Rolle machen. Okay, der rechte Stick ist die Kamera wieder richtig drehen. Ich weiß nämlich noch, wenn man springt, war es irgendwie so, dass man... Das ist safe, war. Alter, guck dir das mal an! Wer hat Angst vor dem Zombie, Mann? Leg mich fort. Oh mein Gott. Hahaha, nice. Aber mit denen werden wir bestimmt noch unseren Spaß haben. Oder auch nicht. Das Problem ist nämlich ehrlich gesagt, dass ich immer... Ja, dass man sich bei dem Spiel oftmals entscheiden muss. Macht man jetzt Quatsch oder macht man die Story oder rettet man Leute, wobei Story meistens auch Leute retten ist. Und es ist dann meistens sehr, sehr ärgerlich, wenn die Leute dann verrecken. Alter! Boah! Leck mich fett! Boah, hab ich mich erschrocken. Alter! Fiese Penner, ey. Da ist man gerade so schön am Erzählen, dass bei mir nämlich die meisten Leute alle verstorben sind, weil ich wieder einen Quark gemacht habe. Ein Bohrer! Jawoll, ja! Willkommen bei Hostel. Was tun wir denn dafür weg? Ah, das Ding ist mir zu langsam. Gib mir den Powerbohrer! Ja, meistens, also es gab da meistens so rollenspieltechnisch... Oh, Moment mal. So ein Level-System, wodurch man noch andere Sachen freigeschaltet hat. Da haben wir zwei... lustige Gesellen. Einzeln können die zum Glück nicht allzu viel. Aber sobald die halt in der Meute kommen... Auch ein Bleirohr. Gibt Ärger. Oh oh. Ich würde sagen, hier laufen wir mal durch. Oh 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 oh. Hier müssen wir auf jeden Fall wieder raus. Das kann nämlich alles explodieren da. Ich werde wahrscheinlich auch 30 Milliarden Sachen übersehen. Aber das Spiel hat dadurch, finde ich, auch einen relativ hohen Wiederspielwert. Man kriegt es meistens... beim ersten Mal, glaube ich, sowieso nicht in alle zu retten. Beziehungsweise alles zu schaffen. Kann ich die Lampe nicht mit der Waffe benutzen? Ach, das ist doch Käse. Kaffeetasse, okay. So. Oh ja, Gott sei Dank sind wir hier oben. Oh, guck mal hier, eine Pistole. Die nehmen wir mal mit. 30 Schuss haben wir dafür. LT und RT. Oh, guck mal an, die hat eine Taschenlampe, ja, das ist praktisch. Aber unsere Patronen werden wir natürlich jetzt nicht für die vier Spinner da benutzen. Wir werden jetzt... Was machen wir denn jetzt? Wir werden jetzt hier runterjumpen. Warte mal. Ich will einmal die Explosion da sehen. Naja. Ne? Jetzt haben wir natürlich auch wieder ganz viele andere angelockt. 3, 2, 1, meins! Schön von Auto zu Auto.
Okay, wir hätten auch über die Feuerwehr gehen können, ne? Ah, egal. Hier ist was. Oh, Dynamit! Nice! Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da benutze ich die ersten Rationen halt für. Nom nom nom. Das nehmen wir auf jeden Fall. Zwei Stück direkt. Geil. Liebe Freunde, und das geht ab Anfang des Spiels hat man schon solche geilen Sachen. Es muss einen Weg nach draußen geben. Später kann man auch Sachen kombinieren. Kann sich schöne Waffen basteln. Oh, Zwischensequenz. Was zum Teufel? Scheiße. Es geht nicht raus. Das Ding ist zugebombt. Mist. Ich muss zurück zum Diner. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh fuck. Oh Scheiße. Oh Gott. Nein, 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 Scheiße, Mann. Au, au, das hat gescheppert. Scheiße. Die kommen hinterher, nice. Oh fuck. Das geht ja gut los. Okay, ich bin gespannt, ob wir jetzt noch die Sachen haben, die wir eingesammelt haben. Ja, sicher. Heilige Scheiße. Ich muss zurück zu den anderen. Ja, auf zur Gruppe. Kapitel Missionsupdate. Begib dich zum Diner. Ja, null Problemo. Noch mehr was explodiert. Ein Benzinkanister. Oh, der ist weg. Ach du Kacke. Wie viele sind denn da? Moment, da war ein Rucksack. Hä? Kann er den Rucksack nicht anziehen? Oh, ja, Emily können wir leider nicht mehr helfen. Außer, dass wir ihr... Hihihi!
Wer braucht Hilfe? Dan. Ah, Dan, ich komme. Oh. Okay, Dan braucht keine Hilfe mehr. Oh, wir sollten von der Turbine, glaube ich, mal weg. Ey, Pfeilung, an der Armbrust! Ja, was man hier schon alles findet. Ja, aber... Ja, Moment, den Rucksack kann der irgendwie nicht benutzen haben. Selbst wenn ich gerade irgendwas falsch gemacht habe, dann finden wir 100 Pro später nochmal ein. Ich bin Daryl. Lasst mich durch. Das ist Snack. Der ist vorbeigeweht. Einfach so. Vorschlaghammer. Alter, was die Waffen schon alle rumliegen. So. Ah, Mist. Ja, die sind zu nah dran. Wenn die jetzt drauf gehen, dann geht da bestimmt das Auto auch in die Luft. Ja, schön über die Autos hüpfen. Komischerweise. Ich brenne! Komischerweise können Zombies nämlich nicht auf Autos klettern. Da sind die irgendwie zu blöd zu. Das ist der einzige Rückweg. Ja, ist doch kein Problem, Junge. Ja, freundlichen Grüße an. Ja, immer schön in Bewegung bleiben. Auch wenn es manchmal ein bisschen unsinnig ist. Noch eine Taschenlampe. Fuck, jetzt habe ich zwei. So eine Scheiße! Aktentasche aus Leder. Fick dich! Blödes Ding. Könnt mich doch nicht einfach so erschrecken! Reisegepäck. Oh, wieder was ordentliches, wo ich zuhauen kann. Wie komme ich zum Diner zurück? Eine Wasserflasche. Rein damit. So. Ja, sicher. Guck dir das mal an, wie viele hier sind. Okay, da konnten wir so gerade noch sehen, wie Duncan drauf geht. Duncan ist tot. Das kriegt man ja auch links angezeigt. Eben auch bei Emily. Und Co. schon. Aber ganz ehrlich, die kann man doch nicht retten. Also. Wie soll man das denn machen? Ah, die nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Guck mal, wie viele das sind. Joa, ich würde mal behaupten, wir gehen einfach mal oben rum. Nein, bloß nicht da reinfallen. Ach ja, sicher, guck mal, die wackeln schon am Auto. Nein. Ich komme gerade so ein bisschen vor wie bei Eiertanz oder so. Haha, guck mal, die wackeln wirklich am Auto. Ach scheiße, warum habe ich das Dynamit schon weggeschmissen? Ja, jetzt mit der Armbrust da reinballern, dann ist natürlich auch totaler Humbug. Also, Kacke, hätte ich das Dynamit mal behalten. Hier hätten wir mehr gekriegt. Aber wenn das Spiel... Oh, eine Radkappe. Kann man doch bestimmt richtig geil werfen. Naja. Oder auch nicht. Hui, das war knapp. Oh, leg mich mal am Arsch, wie viele Herzen. Das ist halt eine der Next-Gen-Sachen, wobei ich im Vorhinein, muss ich sagen, viel gelesen habe und auch teilweise Videos gesehen habe, dass die Frame-Anzahl hier bei dem Spiel richtig in den Keller gegangen ist. Ich hoffe mal, die haben da noch ein bisschen dran rumgetuned. Beziehungsweise irgendwas mit... Ja, Steine. Das ist sicher ein Auspuff. Verzieht euch. Motor? Ne, den brauche ich jetzt nicht. Bums. Auch schon wieder eine Taschenlampe. Wasserflasche, Kopfschmerztabletten. Rein damit. Erledige Zombies, um PP zu erhalten. Ach, guck mal, das kriegen wir jetzt erst angezeigt. Das ist wahrscheinlich unser Level. 38 haben wir bisher gekillt. Na, das ist ja nix. Jetzt kommen die ja alle angerannt. Das Spiel ist doch ein bisschen dunkel da vorne, wa? Also ich glaube, so einen Heller könnte irgendwie nicht schaden. Müssen wir die Grafikoptionen mal reingucken. So.
Ja, das ist ein bisschen besser. Aber ich hab's halt nicht. Ich will das nicht zu hell machen. Das sieht nämlich dann von den Farben her scheiße aus. Woo! Ha! Ohne Damage zu kriegen. Bam! 10 PP hat das gebracht. Ich wollte auch immer PP noch machen. Da liegt noch eine Waffe. Das sieht aus wie eine Schrotflinte oder so, ne? Komm schon, leuchte mal dahin. Ne, ist eine normale Waffe. Ja, nee. Nein, 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 aufs Auto. Da ist ein Fass. Schnell auf das Auto. Oh oh. Ja, Moment, vielleicht sollte man nicht auf das Fass schießen. Warte mal. Sehr schön. Tschüss, ihr Wichser. Es regnet Leichen. Oh. Müssen wir auch gucken, dass wir hier wegkommen. Wir werden nämlich davon angelockt. Von Lärm. Oh fuck, da sind noch mehr. Da sind noch viel mehr. Können wir hier rein? Hier rüber, um Zombies in der Nähe anzulocken? Nein. Hier rüber! Komm. Hierher, komm, komm, komm. Ja, das ist jetzt auch so eine Sache. Also man muss auch wirklich hier rüber sagen. Hier rüber. Ja, seht ihr? Erst dann reagiert der. Also wenn ich hierher sage oder rüber oder hierher, dann reagiert er nicht. Sondern es muss schon hier rüber sein. Okay, jetzt hat er auch nicht reagiert. Das Dumme ist halt manchmal wirklich... Ja, ein Bleirohr hält mehr als so ein blödes Kantholz. Das Blöde ist halt manchmal wirklich, dass wenn man einen Satz sagt, der das halt auch erkennt. Ich habe zu Dennis auch schon erzählt, also wenn einer von uns mal aufnimmt und du ins... nächste Zimmer rennst und gehst halt rein und sagst hier Xbox 1 ausschalten, wartest eine Sekunde und sagst ja, dann müsste die sich eigentlich runterfahren. Was haben wir denn hier? Eine Tang und eine Holzkiste. Ne, Moment, die Kiste? Kann da hier drin sein? Konnte man nicht irgendwie kaputt machen? Ne. Oder war das ein anderes Spiel? Ne, Moment, das kann auch sein, dass das... Ah ne, da waren Rationen drin. Guck mal an. Brauchen wir aber gerade nicht. Sollten wir... jetzt haben wir natürlich zwei Fernkampfwaffen. Eine leise und eine laute. Die laute können wir auch noch bearbeiten, glaube ich. Sieht man an dem Symbol. Ja, wir gehen mal weiter. Zu den anderen. Wer auch immer die anderen sind. Das ist deiner. War doch ganz easy. Das Blöde ist natürlich nur... Du hast so den einen oder anderen mitgebracht. Meine Güte, was war das? Als hätten wir nicht genug Probleme. Okay, Nick? Hi, Annie. Ich dachte, ihr wärt tot. Leute, die sieht wirklich aus wie Annie. Essen oder eine Knarre? Hab das gefunden. Könnte nützlich sein. Ich muss hier raus, Mann. Hast du noch eine Familie? Eltern? Nein, nichts. Ich auch nicht. Manchmal ist man so besser dran. Die letzte Dosis? Wir haben fast nichts mehr. Ha! Wenn deinesgleichen ordnungsgemäß Sombrax-Chips tragen würde, hätten wir nicht diese Probleme. Die werden per GPS verfolgt. Das sind Gefangene. Sie befolgen das Gesetz. Diese Chips enthalten Sombrax, damit aus Infizierten keine Zombies werden. Oh ja, hat wohl nicht geklappt. Sieh mal raus. Och, ihr Illegalen macht nur Ärger. Haltet die Schnauze. Sie werden uns noch hören. Beruhig dich doch einfach mal, Arschloch. Solange die draußen sind, müssen wir uns keine Sorgen machen. Nein, ausschalten! Gott, nein! Ich will nicht sterben! Nein, 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 Mutter, Mutter, das wird alles gut, okay? Okay? Ich werde dich immer beschützen. Oh, bitte, ich habe Angst. Oh mein Gott, seht euch den an!
als ob er etwas von seinem früheren Leben wüsste. Wir werden alle sterben! Nein! Nein, Mutter, nein! Geh nicht da raus! Nein! Peter, nein! Hey, Mann! Nein! Ja, sicher, da wird die Gruppe schon mal ein bisschen kleiner gemacht. Okay, die deutsche Synchro ist jetzt... Oh, naja, Scheiße. Oh Gott. Jawohl. Okay, Leute. Gleich müssen wir rennen. Wohin sollen wir denn? Meine Werkstatt. In Ingleton. Die Mauern sind dick. Dort können wir nachdenken. Vielleicht geht der Fernseher. Wir müssen weg, okay? Aber ich gehe in keine Werkstatt. Meine Leute erwarten mich. Kleine, bleib besser bei uns. Ich versuche mein Glück. Annie! Nick, die Zombies kommen jede Sekunde rein. Wir müssen was tun. Wir haben nichts, um sie abzuwehren. Du bist gut im Reparieren. Hier liegt doch eine Menge Zeug rum. Vielleicht kann ich was basteln. Oh ja, wir können so einiges basteln. Oh. Okay, denk nach. Ja, Leute, zack. Ha, da würde ich sagen, ist die erste halbe Stunde schon rum. Morgen um 21.30 Uhr gibt es die nächste Folge, so wie jeden Tag dann um 21.30 Uhr. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ja, ja, ich danke fürs Zuschauen. Wir werden noch ganz viel Zombie-Spaß haben. Mal gucken, wen wir retten können. Mal gucken, wer drauf geht. Uns wurden jetzt so ein paar Story-Häppchen zugeworfen. Und wenn man der Story nachgeht, erfährt man da auch noch mehr. Also, bis morgen. Tschüss.